zweite Fraktionssitzung nach der Bundestagswahl. Die Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion treffen sich, um über wichtige Personalien zu beraten. So wird der bisherige Bundesfinanzminister Schäuble einstimmig von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für das Amt des Bundestagspräsidenten nominiert. Wir freuen uns sehr, dass sich Wolfgang Schäuble bereit erklärt hat, für das Amt zu kandidieren. Auch Hans-Peter Friedrich von der CSU wird einstimmig für den Posten als stellvertretender Parlamentspräsident nominiert. Wahl des Bundestagspräsidenten und seiner Stellvertreter findet dann in der ersten Plenarsitzung am 24. Oktober statt. Traditionell wird der Bundestagspräsident von der stärksten Fraktion gestellt. Weitere wichtige Themen der Fraktionssitzung: die Landtagswahl in Niedersachsen und die anstehenden Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen. Wir haben gestern im Präsidium der CDU gesagt, dass wir ein Maximum an Transparenz auch versuchen, um die Entscheidungsfindung auch klar und deutlich zu machen. Die Fraktion wird natürlich immer einbezogen und informiert.